Leute, ich hatte letztens ein Telefonat mit einer Zuschauerin. Wir haben schon länger Kontakt auf jeden Fall. Und sie ist auch Gott sehr, sehr nah. Und sie ist auch eine auserwählte Kriegerin Gottes. Und wenn ihr ein auserwählter Gottes seid, denn das war unser Gesprächsthema auch, dann dürft ihr euch nicht mit heidnischen Menschen, mit gottlosen Menschen, mit Satanisten oder sonst irgendwas oder Menschen einer auch anderen Glaubensrichtung könnt ihr euch nicht verbinden. Ich meine jetzt gerade auch Ehe, sogar Freundschaften und sonst was, weil es steht ja auch schon in der Bibel, wenn zu viele Ungleich, ich weiß nicht, wie der Bibelvers richtig heißt, muss ich noch finden. Wer ihn weiß, schreibt es in die Kommentare, aber bei so zu viel Verschiedenheiten kann die Beziehung nicht gut laufen. Dazu gibt es einen passenden Bibelvers auf jeden Fall, der es besser beschreibt. So, wenn du zu ungleich bist, das ist nicht gut, ja. Und gerade wenn man verschiedene Glaubensrichtungen hat und diese Person ist dann auch ständig, ah, du mit deinem Jesus, ah, du mit deinem Gott hier, Gott gibt's nicht. Und solche Leute können dir dein Leben zerstören. Ja, verbreiten Gerüchte dann vielleicht oder machen es dir die ganze Zeit nur schwer und so. Und mit ihrem Disbelief, mit ihrem Nichtglauben und sowas, das ist Kopfschmerz. Menschen, die nicht glauben, Menschen, die vielleicht eine andere Glaubensrichtung haben und an Buddha oder sonst irgendwas glauben, an Energien und Frequenzen. Und nicht um zu sagen, dass es Energien und Frequenzen nicht gibt, aber das ist nicht Gott. Gott ist nicht Energie und Frequenz. Er hat die Energie und die Frequenz erschaffen und sie gibt es. Aber dass nicht viele glauben, oh, das Universum ist Gott, oh, was weiß ich, Mutter Erde ist Gott oder was weiß ich hier, eine Frau ist Gott. Die Leute glauben, was die glauben. Aber wenn ihr wirklich Auserwählte Gottes seid, dann dürft und könnt ihr euch nicht mit heidnischen Menschen verbinden. Und gerade auch der intime Akt, das ist quasi auch so, was ich ansprechen will. Gerade das hier, ja, wenn man mit heidnischen Menschen, ich nenne sie jetzt einfach heidnische Menschen, wir müssen jetzt nicht sagen, so Satanisten, Nichtgläubige, Muslime, Buddhisten, alle, ja. Nicht um das zu verteufeln und so, wenn du diese Glaubensrichtung hast, bist du der Teufel. Nee, aber Gott hat einfach gesagt, wenn du einen heidnischen Brauch machst, dann bist du ihm ein Greuel im Auge und er hasst dich dafür. Gott kann hassen. Gott ist sehr neidisch. Und wenn du ein Auserwählter Gottes bist, dann ist nichts schlimmer, als wenn du Menschen um dich herum hast, die irgendwie dich zu irgendwas dann verleiten vielleicht. Ja, so irgendwie, ja, lass doch hier mal in eine Moschee gehen oder sonst was. Oder lass doch hier mal zu Allah beten, lass doch hier mal zu Buddha beten und sonst was. Und lass mal hier diesen Pendel hier ausprobieren und dieses Salbei oder sowas anbrennen und lass mal hier diese Kristallketten tragen und so ein Quatsch, ja. Ich meine, jeder kann tun, was er will, aber wenn du wirklich Gott kein Groll mehr sein willst, und wenn du nicht den Zorn Gottes erleben willst, dann leg die Tarotkarten weg, dann leg die Ketten ab, das Kruzifix auch, ja, kein Kruzifix, was ich hier trage, jetzt, wer will jetzt was sagen, ne? Das sind einfach nur zwei Boxhandschuhe. Ja, weil ich Kampfsport mache, ich habe einfach eine Uhr an und ein paar Ringe. Wow, steinige mich. Das ist kein Kruzifix, kein Stein, kein gar nichts, kein nichts, kein irgendwie Heilstein oder so ein Quatsch. Nix, nix. Ich war mal in diesem Okkult drin, ja. Hab auch gedacht, oh, Heilsteine, Salbei brennen hier, Räucherstäbchen und so ein Quatsch, ja. Ich meine, nichts gegen Räucherstäbchen, wenn du die einfach so hinmachst, um einfach zu räuchern, einfach ohne Hintergedanken. Selbst da sagt auch Gott, du sollst es. Naja, eigentlich, ich muss wirklich sagen, lass es sein. So, wenn du sie irgendwo aufstellst und einfach so für einen Raum, was weiß ich, ohne dass du jetzt so den Hintergedanken hast, ich will jetzt damit so, was weiß ich, das Böse aus meinem Haus verbannen, so. Glaub mir, damit lockst du nur noch mehr Böses in dein Haus. Und wenn du da auch anfängst, irgendwie Dämonen zu beschwören, was die Leute halt nun mal so machen mit ihrer Hexerei und Magie, ja. So, ich weiß nicht, ich muss noch mehr ins Wort kommen.
ob er auch was zum Salbei und sowas sagt oder wenn ihr Bescheid wisst, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er dazu sagt, weil die Kirche ja auch hingeht mit ihrem, die räuchern ja auch irgendwas hier, wie heißt es? Die haben ja nicht jetzt Salbei, aber Weihrauch, Weihrauch, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt hingehst und machst Weihrauch im Haus oder sonst was, so, das ist vielleicht was anderes. Damit kenne ich mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, bevor ich hier irgendwas labere, was nicht stimmt und jemand kommt, du lügst, ich will nicht lügen. Ich weiß nicht, wie es ist, belehrt mich des Besseren, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr besser wisst, so was Gott zu Salbei brennen sagt und Weihrauch und sowas. Ob das auch okkult ist, weil es kann ja sein, dass die Kirche auch das übernommen hat von irgendeinem Okkult, dieses Weihrauch brennen und so, dass das auch irgendein Ritual ist. Das habe ich mir nämlich auch als Kind schon immer so gedacht, so irgendwie, was bringt das? Die sagen ja auch, ja. Soll ja für gute Geister sein und so. Ich weiß nicht. Das Einzige, was dir hilft, ist die Bibel, das Wort Gottes und deine Beziehung zu Jesus. Das ist das Einzige, was dich retten wird. Kein Heilkristall und Heilstein und Heildiamant oder sonst irgendwas. Keine Tarotkarten, kein Pendel, keine Magie, keine Zauberei, kein Voodoo, Hoodoo, Juju oder sonst irgendwas wird dich retten. Der Einzige, der dich retten wird, ist Jesus, der Erlöser. Und wenn du Leute um dich herum hast, die nicht an den Erlöser glauben oder sogar sagen, ach, Jesus, der existiert nicht, bla bla bla, das sind alles unnötige Kopfschmerzen, die du dir vermeiden könntest, indem du dich fernhältst von heidnischen Menschen, die entweder Atheisten sind und gar nicht glauben oder irgendwie sogar satanistisch sind und wirklich, ihr wisst schon, ja, zum Teufel gehören. Und das geht natürlich absolut gar nicht. Deswegen, so, ich habe ja auch mal in einem Video gesagt, ich hatte mit einer zu tun, die ein Antichristkreuz anhatte oder es hatte. Sie hatte es im Besitz und hat auch gesagt, oh, du siehst das alles viel zu krass und sowas. Solche Menschen, ich habe dann auch gemerkt, sie ist zu viel im Okkult. Auch die Leute da, sie war dann auch so, ja, Sternzeichen und Horoskope und wie heißt der andere Quatsch, wenn man seine Sternenbilder deutet und wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So Sternbilder deuten, ja, mein Stern ist das und dies und jenes und bla bla bla. Ich meine, ich bin mir bewusst, dass das mit den Sternzeichen schon viel Wahres dran ist. Trotzdem ist es manipulativ. Trotzdem will Gott nicht, dass wir manipulieren und nach Sternzeichen gehen. Und oh, der ist Sternzeichen Fisch, ich kann nichts mit dem. So, oh, der ist Sternzeichen Löwe. Und der so, oh, Skorpion. Skorpione sind alle schlimm. So, oh, Zwillinge. Zwillinge sind alle falsch. Und don't know. Aber Fakt ist, du kannst keine Beziehung führen. Habt ihr das gehört? Das war ja ein Kinderschrei, hat sich gerade komisch angehört. Ihr könnt keine Beziehungen führen mit Menschen, die zu ungleich sind, so, wo ihr zu ungleiche Ansichten habt und immer man ist am Diskutieren und die Zeit ist zu viel Kopfschmerzen und sowas. So mit heidnischen Menschen, die dann auch hier Weihnachten glauben und Ostern und Halloween mitmachen und sonst so ein Quatsch, ja. Mit diesen Menschen seid vorsichtig, denn die sind nicht in der Wahrheit. Und Gott sagt uns auch, Menschen, die nicht in der Wahrheit sind, wir sollen von denen fernbleiben, denn die sind eine Gefahr nicht nur für sich selbst, sie sind auch eine Gefahr für dich, weil die ziehen dich dann da rein in den Okkult und dann bist du auf einmal da ein Magier, eine Hexe oder sonst irgendwas und bist ja ein Sünden und auch Leute, die dann denken, oh, hier Sex vor der Ehe und hier Rumhurerei, oh, das ist doch nicht so schlimm, jeder macht das ja. Leute, die einfach zu locker sind, ja. So, oh, ist ja nicht schlimm, oh, du siehst das alles viel zu ernst und bla bla. Leute, die nicht so ernst sind, bleibt weg von denen. Ihr könnt euch nur mit Leuten verbinden. Und egal jetzt Freundschaft, Liebesbeziehung, sogar Familie, ihr könnt euch nur mit Leuten verbinden, die wirklich auch eurer Glaubensrichtung entsprechen. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Leute, ich bin in ein paar Monaten, bin ich raus aus Deutschland. Die
Leute sind komisch. Das ist doch nicht normal. Ich mach hier so ein Video und ich höre die zwar auch ab und zu schreien, diese Kinder. Aber so wie die gerade schreien, ist nicht normal. Die schreien sich gerade die Hälse raus und schreien sehr hoch, sehr laut so. Das ist strange. Das ist strange. Das ist echt strange. Das ist richtig strange. So, wenn ihr auch merkt, so, ich muss jetzt auch die Wahrheit erkennen. Ich muss jetzt hier dieses Haus hier, diese Wohnung hier verlassen bald. Und sobald ist es soweit und ich mache mich auf und ich verlasse das Land. So, auch solche Dinge. Wenn ihr merkt, ihr seid irgendwo in einem Ort und der Ort ist irgendwie voller dämonischer Menschen, voller teuflischer Menschen, voller böser Menschen. Um dich herum sind so diese bösen Blicke und ihr müsst den Ort verlassen. Ihr müsst umziehen, vielleicht sogar das Land verlassen. Ich weiß nicht, für wen diese Message jetzt ist, aber ich hoffe, sie hat dir die Augen geöffnet. Leute, ich bin nicht gegen euch, ich bin für euch. Und wenn ihr nicht mit mir seid, dann seid ihr gegen mich. Deswegen, ich mache hier nur noch einmal die Warnung. Alle, die sich zeigen, dass sie gegen mich sind, werden ihre gerechte Strafe von mir bekommen. Deswegen ist keine Angstmacherei, das ist einfach nur eine Warnung. Das ist keine Drohung, das ist Tatsache. Ich werde mir was überlegen. Für alle, die sich gegen mich stellen. Denn ich bin hier und verkünde keine Hassbotschaft oder sonst. Ich bin nicht gegen euch. Ich bin für euch. Erkennt endlich, dass ich für euch bin und dass ich euch empowern will und nicht runtermachen will. In diesem Sinne, nimm die Message so, wie ihr sie braucht. Wir sehen uns das nächste Mal.